So, ihr Lieben, ihr wollt noch ein bisschen mehr machen? Gar kein Problem. Ich habe noch eine coole Übung für euch. Wichtig ist dabei, ihr müsst schon sicher im Handstand stehen und dann könnt ihr diese Übung mal ausprobieren. Und zwar geht es darum, in der freien Ebene die Beine zu grätschen und wieder zu schließen. Das heißt, ihr müsst sicher aufschwingen können, kurz stehen können, ihr müsst euch retten können und ja, die Kraft und ein bisschen Gelenkigkeit wäre natürlich auch von Vorteil. Ich zeige euch einmal, was ich von euch möchte. Das heißt, ihr startet ganz normal, schwingt in den Handstand hoch, öffnet die Beine, schließt die Beine und geht wieder runter. Das natürlich mit viel Kontrolle. Das heißt, erstmal ganz entspannt hochschwingen, sicher stehen. Wenn ihr den sicheren Stand gefunden habt, dann die Beine ein bisschen öffnen, wieder schließen und runter. Schaut, dass ihr das wirklich sauber macht. Das heißt, wenn ihr noch nicht oben seid, die Beine öffnen, schließt, dann wird das sehr huddelig. Also wenn ihr sagt, ha, fertig, geschafft. Nein, wollen wir natürlich nicht. Das heißt, Handstand ist immer komplett mit Spannung, komplett das Gefühl, ich weiß, wo ich bin. Das heißt, erstmal hochschwingen in den Handstand. Hier erstmal schauen, okay, wo bin ich? Stehe ich hier sicher? Okay, dann die Beine grätschen bis hier oder hier. So weit wie ihr kommt und dann die Beine wieder schließen und erst wenn ihr geschlossen habt, wieder runterkommen. Ich weiß, dass es nicht bei jedem Mal so einfach funktioniert, aber probiert es bei jedem Mal so ordentlich wie möglich durchzuziehen. Okay? Wenn das natürlich jetzt auch einfach wird oder irgendwann langweilig wird, ein paar spezielle Mäuse habe ich, die wollen die Übung nur ein einziges Mal machen, aber davon kann man sie natürlich nicht. Wenn ihr die jetzt aber schon 20 Mal, 40 Mal gemacht habt, und ihr eine kleine Variation haben wollt, könnt ihr das auch einfach mal mit der Grätsche vorne machen. Das heißt, ihr startet im Profil, geht hier auch in den Handstand hoch, hier erstmal halten und dann könnt ihr die Beine vor- und zurückstrecken. Und dann wieder schließen. Und das gleiche geht natürlich auch in der anderen Seite. Und wieder schließen. Und wieder runter. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch natürlich vorher auch im Spagat ein bisschen dehnen. Bisschen vorbereiten, bisschen warm machen, damit das gut laufen kann. Ich bin jetzt zum Beispiel noch nicht im Spagat aufgewärmt, deswegen gehe ich nicht in mein Maximum rein, okay? Das heißt, ihr macht euch, wenn ihr die Übung macht, auch in der Grätsche warm. Macht die Spagate, damit ihr da wirklich weit reingehen könnt. Wenn ihr noch nicht warm seid, könnt ihr niemals mit eurem Maximum arbeiten. Das ist ganz wichtig, damit ihr gesund und sicher trainiert und euren Körper nicht schädigt. So, wenn ihr das gemacht habt und verschiedene Variationen habt, vielleicht ist das auch mal eine Sache, dass ihr eure Beine krumm in die Hocke ziehen könnt. Das kennt ihr auch schon vom Hocksprung. In der Hocke kann man das nämlich auch machen im Handstand. Das gehört aber zu einer schwierigsten Sachen, weil man wirklich feste Spannung im kompletten Körper haben muss. Vielleicht übt ihr das auch erstmal mit der Wand. Das heißt, ihr schwingt hoch an die Wand und dann zieht ihr die Knie vor den Oberkörper und wieder nach oben hoch. Immer im Wechsel runter und wieder hoch. Dabei merkt ihr schon, dass es sehr anstrengend ist und viel zu ziehen. Das heißt, wenn ihr im Handstand steht, Spannung halten und das ausprobieren. Hier erstmal so probieren und wieder strecken. Und wenn das gut funktioniert, dann könnt ihr auch arbeiten, dass die Knie nach vorne gehen. Hier halten und dann wieder strecken. Das heißt, ihr sucht euch aus, entweder ihr macht das so, dass ihr die Beine nur beugt, das heißt die Ferse zum Gesäß nehmt, oder ihr macht schon die richtig korrekte Weise, dass ihr sagt, okay, ich beuge die Beine und ziehe die Knie aber zum Oberkörper. Gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen. Und hier, wie ihr gesehen habt hier, Fuß immer strecken. Sieht natürlich viel schöner aus. Also, entweder nur mal beugen und das Bein ranziehen oder schon richtig Knie mit nach oben ziehen und richtig anhöcken, dass ihr ganz nah dran kommt. Könnt ihr mal ausprobieren. Probiert aus, was euch leichter fällt, was ihr richtig gut hinkriegt. Und dann, wenn das gut klappt und ihr mehr als eine Sekunde auch in der jeweiligen Pose stehen habt, versucht zu mischen. Versucht die Sachen aneinander zu hängen. Das heißt, vom Handstand in die Hocke, wieder hoch, Grätsche, wieder hoch, Vorwärtsspagat, anderen Spagat. Seid kreativ, vielleicht könnt ihr auch ein Bein strecken, das andere anziehen. Seid kreativ, probiert euch aus,
Schreibt mal in meine Kommentare rein, welche Kombinationen ihr ausprobiert habt, was ihr richtig gut hingekriegt habt, was ihr schwierig findet. Und wenn ihr natürlich noch neue Tipps braucht, neue Videos, schreibt mir gerne, was ihr noch lernen wollt und dann kommt das auch irgendwann. Cool, dass ihr zugeschaut habt. Cool, dass ihr so fleißig trainiert. Ich bin mega stolz auf euch. Zieht weiter durch, seid so fleißig und dann seid ihr bald richtige Handstand-Profis. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, bitte abonniert meinen Kanal, empfehlt meine Videos weiter für andere Leute, die auch gerne noch trainieren wollen. Lasst einen Daumen da und schreibt ein Herzchen in die Kommentare. Da freue ich mich besonders drüber, wenn ihr auch schreibt, ob es gut klappt, ob es nicht so gut klappt. Dann kann ich euch natürlich auch Feedback geben. Bis bald, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, eure Gina. Ciao!